Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur ersten Spieltagspressekonferenz vor unserem ersten Ligaspiel am Samstag um 20.30 Uhr auf Schalke beim FC Schalke 04. Wir reisen nicht allein hin. Knapp 3.500 Eintracht-Fans werden uns begleiten. Freuen wir uns sehr drüber. Und dann, Daniel, lass uns starten. Schön, dass du da bist. Wahrscheinlich nicht ganz so einfach als Cheftrainer, die Mannschaft darauf vorzubereiten. Denn es ist immer eine große Unbekannte am ersten Spieltag. Nichtsdestotrotz, was für einen Gegner erwartet ihr und wie habt ihr die Jungs vorbereitet? Ja, vielleicht gerade aufgrund dessen, dass es dann vor so einem ersten Spieltag, wie gesagt, so ein bisschen eine Unbekannte vielleicht zu sein scheint. Aber den Fokus dann ja doch nochmal mehr auf uns gelegt, auch in der letzten Vorbereitungswoche gut trainiert. Und natürlich uns auch in Videosequenzen so über die Woche verteilt jetzt dann auf den Gegner vorbereitet. Wir haben natürlich die Testspiele auch gesehen. Schalke hat ja auch einen größeren Umbruch vollzogen in diesem Sommer und trotzdem wissen wir da auch, wie gesagt, aufgrund der Testspiele und auch aufgrund des letzten Jahres dann schon eine Richtung, in die es gehen kann. Darauf sind wir vorbereitet, aber ja, alles Weitere liegt dann, glaube ich, auch bei uns. Da müssen wir viel bei uns selbst auch oder für uns selbst tun, um dort bei einem großen Gegner, bei einem großen Namen, in einem großen Stadion dann auch ja, das zu machen, was wir machen wollen, gut starten in die Saison. Danke, Daniel. Wir haben gestern schon umfangreich gesprochen, deswegen würde ich jetzt schon die Fragerunde eröffnen. Lars Rücker, Braunschweiger Zeitung, bitte. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der sich die Frage stellt. Kannst du uns erzählen, wie euer Neuzugang erstmal ausgesprochen wird und dann noch ein bisschen was zu seinen Stärken erzählen? Ja, Walid Uçik, wenn ich das jetzt hier nicht in Buchstaben verschluckt habe, dann, was bei dem Zungenbrecher dann schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, dann habe ich es hoffentlich richtig gesagt. Ja, Walid, was ist er für ein Typ? Schon jemand, der mit Ball das Spiel beschleunigen kann. Das war uns wichtig, dass wir einen Spieler bekommen auf der Achterposition, der nochmal sowohl Tiefenläufe in sich drin hat und dann aber auch die Fähigkeit besitzt, mit Ball Dynamik zu entwickeln, mit Ball sehr, sehr viel dafür zu tun, dass unser Spiel schneller wird und einfach auch nochmal einen Spieler haben, der aus der zweiten Reihe oder auch aus der Box heraus einen sehr, sehr guten Abschluss hat. Torgefährlich, intensiv, lauffreudig und auch offensiv ausgerichteter Spieler. Wie sieht denn deine Personalsituation fürs Wochenende aus? Ja, bis auf die beiden Langzeitverletzten, das war ja so der Moment, der unsere Vorbereitung dann so ein bisschen, glaube ich, getrübt hat auch und einfach ein scheiß Trainingstag war, machen wir keinen Hehl draus. Haben wir alle Mann an Bord, alle sind dabei, alle sind in der Woche auf dem Trainingsplatz gewesen und auch, das hat man gemerkt jetzt und das war auch der Unterschied zu den letzten Vorbereitungswochen, dass natürlich die Vorfreude, die Anspannung schon merkbar ist, dass du einfach wahrnimmst, jetzt bist du in einer Wettkampfwoche, jetzt bist du in dem Moment, wo dann auch, wie gesagt, die Videoanalysen des Gegners dazukommen und nicht nur die eigenen Spielanalysen irgendwie Thema der Woche sind, sondern ja, dann siehst du, wenn du auf dem Monitor auf die Leinwand bei uns guckst, dann siehst du einen Gegner, dann siehst du ein Stadion, dann siehst du dann auch das, für was wir tagtäglich arbeiten. Der Wettkampf steht bevor und auf den wollen und müssen wir jetzt gut vorbereitet sein, weil der Schalter, den wir jetzt umlegen müssen, also der Unterschied zu Testspielen und Schalke könnte nicht größer sein, auch was die Wucht und die Power des Stadions betrifft. Aber das ist toll, da freuen wir uns drauf und ich glaube, dass wir auch ganz, ganz viele Fähigkeiten in uns drin haben, um ein sehr, sehr unangenehmer Gegner am Samstagabend zu sein. Als du im vergangenen November hier reingestartet bist, hast du uns erzählt, dass du nach deiner Bielefeld-Zeit nochmal so in dich gegangen bist, mit vielen Leuten darüber gesprochen hast. Ist das vielleicht in abgeschwächter Form auch in diesem Sommer jetzt nach dieser doch sehr intensiven Saison in Braunschweig passiert und was ist dabei vielleicht an Lehren hängen geblieben? Natürlich ist das passiert. Sicherlich nicht in dem Umfang, du hast es angesprochen, wie nach Bielefeld, sondern jetzt. Glaube ich, ist auch wichtig in so einer Phase, dass du dir Gedanken darüber machst, was war gut,
Was willst du dann beibehalten in der Arbeit mit der Mannschaft, mit deinem Trainerteam, mit dem Staff? Aber wo sind auch noch Kapazitäten? Wo sind Dinge, die wir verbessern können, die wir auch verbessern müssen, um besser zu werden? Weil wenn wir uns jetzt zu lange damit aufhalten, was in der letzten Saison, weil die abgeschlossen ist, gut war, dann, glaube ich, machst du schon den ersten Fehler, indem du in der Vergangenheit zu sehr unterwegs bist. Wir müssen uns der Gegenwart stellen und in die Zukunft blicken. Deswegen haben wir jetzt auch einen relativ großen Umbruch gehabt mit fast 30 Transferbewegungen, der auch, das möchte ich hier auch nochmal betonen, auch ein bisschen mehr Zeit kosten wird als 6 Wochen Vorbereitung. Ja, das wird schon noch, oder es kann sein, dass wir uns als Mannschaft, dass wir schon noch ein bisschen länger brauchen, um uns zu finden, um Automatismen dann auch in vollen Stadien der zweiten Liga zu bilden. Aber diese Phase der Reflexion, diese Phase der Ausrichtung auf das, was vor uns liegen wird, weil Gegner uns natürlich auch anders wahrnehmen als vielleicht im November. Die ist absolut passiert und auch, glaube ich, trotzdem immer Gegenstand der Gegenwart und Zukunft. Es ist ja nicht ein Prozess, den du nur in der freien Zeit irgendwie hast, sondern eigentlich für uns Trainer, das weiß jeder Trainer, ein tagtäglicher Prozess. Gegen Osnabrück hat Niklas Tauer mit einem Doppelpack auf sich aufmerksam gemacht. Wo steht er für dich aktuell und was ist vielleicht auch sein Thema in dieser jetzt kompletten Saison für ihn bei Eintracht Braunschweig, bei dem er noch draufpacken muss? Erstmal bin ich froh, dass Niklas ein Teil unserer Mannschaft ist, weil er mit seiner einfachen, unkonventionellen Art der Mannschaft etwas gibt, was, glaube ich, nicht viele ihr geben. Er ist sehr zweikampfstark und auch eklig in Zweikämpfen und dadurch auch ein guter Ballklauer und ein guter Einleiter von Situationen, die dann vielleicht irgendwann bei anderen Spielern, die sich dann dafür feiern lassen, weil sie Tor machen oder eine Vorbereitung dann auch dabei haben, er bereitet diese Situationen vor und das ist elementar, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube trotzdem, dass er insgesamt natürlich auch so was, Thema Vororientierung, Thema Stress und Druckresistenz im Raum, in der Spielfortsetzung dann auch noch weitere Schritte gehen muss. Aber man darf nicht vergessen, dass er auch noch ein jüngerer Spieler ist mit viel Potenzial nach oben. Vielen Dank, Lars. Tobias Feuerhahn, du darfst gerne weitermachen. Jo, moin auch von mir erstmal. Ja. Ihr habt letzte Saison seit deinem Amtsantritt jede Woche unter enormem Druck gestanden. Ihr musstet hinterherlaufen, musstet diese riesige Hypothek irgendwie abtragen. Jetzt geht's von null los für alle. Jetzt ist der Druck ist immer da, aber der Druck ist ein anderer. Wie fühlt sich das jetzt an? Boah, wie fühlt sich's an? Ja, schon anders, natürlich, weil du im letzten Jahr immer wusstest, du musst gewinnen, um überhaupt im Spiel zu bleiben. Und anderer Druck bedeutet dann aber trotzdem auch Druck, also auch eigene Ambitionen. Für mich ist nicht Druck immer nur extern, für mich ist nicht nur Druck immer aufgrund einer Tabellensituation, sondern Druck habe ich oder bringe ich automatisch auch rein, wenn ich eine hohe Ambition an mich selbst habe, wenn ich von mir selbst viel verlange. Als Spieler, als Trainer, dann habe ich Drucksituationen, weil ich nicht zufrieden bin mit dem, was war oder wo ich gerade bin, sondern ich will mehr erreichen und das betrifft uns ja als Mannschaft auch. Wir wissen, dass es jetzt der erste Spieltag ist und nicht der, wie letztes Jahr, 33., wo du mit dem Sieg einen Klassenerhalt dann realisieren kannst. Und trotzdem machen wir uns auch selbst Druck, weil wir wollen in diesem Jahr es auch schaffen, die Großen zu ärgern. Und eine große Mannschaft in dieser Liga ist Schalke 04. Und jetzt fahren wir da Samstagabend hin, oder wir fahren morgen, aber Samstagabend fahren wir ins Stadion. Und dann hast du diese Drucksituation, die wir ja selbst auch wollen. Wir wollen mit der Ambition, mit dem Anspruch dahin fahren, etwas zu holen. Im Optimalfall zu gewinnen. Wir wollen große Mannschaften im nächsten Jahr ärgern. Und deswegen ist es anderer Druck, trotzdem Druck, aber Druck ist nicht schlecht. Druck muss nichts Negatives sein. Du hast es gerade im Ansatz schon beantwortet, oder vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen präzisieren. Ihr habt letzte Saison diesen Kraftakt auch geschafft, weil es eine klare Rollenverteilung gab. Jeder wusste, was von ihm erwartet wird, woran er ist, aber auch, was er selbst zu erwarten hat. Jetzt gab es diesen riesigen Umbruch. Wie weit hat sich das jetzt schon wieder gefügt, diese Struktur? Noch nicht, weil wir bisher bis auf das letzte Testspiel immer Spielzeit gleichmäßig verteilt hatten. So, im letzten Testspiel war es nicht mehr so.
Und jetzt kommen wir in den Ligabetrieb. Jetzt ist es einfach so, dass du natürlich 20 benennen musst, die im Kader sind, dass du 11 benennen musst, die spielen, und dass du dann 5 benennst innerhalb eines Spiels oder maximal 5, die Einfluss aufs Spiel nehmen. Beides für uns wichtige Punkte im Laufe der Saison, die jetzt vor uns steht. Also ein Rollenverständnis dann auch irgendwo zu entwickeln, ohne dass die Spieler damit zufrieden sind. Aber sie müssen wissen, was wir in welcher Rolle erwarten. Was ist ihre Aufgabe? Und dann aber auch dieser Einfluss der Wechsel, den ich gerade angesprochen habe, die ich gerade angesprochen habe mit 5. Wir wollen besser sein im Nachwechseln. Das ist ein klares Ziel, was wir auch mit der Mannschaft definiert haben, wo wir uns verbessern wollen, wo wir eine andere Rolle in der Liga spielen wollen. Weil letztes Jahr war es einfach so, dass wir defensiv sehr, sehr gute, konstante Wechsel hatten, aber offensiv an Effektivität nicht viel dabei rumgekommen ist. Das wollen wir ändern. Und dieses Rollenverständnis dann noch irgendwann, das wird sich natürlich jetzt im Laufe dieser ersten Wochen in der Saison dann auch ja, irgendwo ein bisschen rauskristallisieren. Aber an dem Punkt sind wir jetzt nicht. Jetzt werden erste Entscheidungen getroffen, dann müssen die Spieler, die spielen, erstmal bestätigen, dass meine Entscheidungen die richtigen waren. Und die vielleicht drunter leiden, die nicht als erste Elf dann irgendwie aufgerufen wurden, die haben dann die Möglichkeit, durch die ersten 10, 20, 30, 45 Minuten auf dem Platz dann zu zeigen, dass sie eine andere Rolle haben wollen. Daraus wird dann was entstehen. Nochmal, da wissen die Jungs auch, was wir erwarten. Das ist ganz wichtig, dass das klar definiert ist. Und wenn das dann auch nicht, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist es halt nicht ganz so gut für die Mannschaft oder auch für die Spieler. Aber an dem Punkt sind wir jetzt nicht und ja, blickt da auch sehr positiv in die Zukunft und glaube auch, dass wir da einen Schritt nach vorne machen werden in dieser Saison. Danke, Daniel. Gibt es weitere Fragen? Ja. Majid Alam, Radio 38. Moin. Du hast selber gesagt, der Umbruch dauert länger als 6 Wochen natürlich, ja. Und ihr wollt die Großen ärgern dieses Jahr. Jetzt geht es im August direkt richtig zur Sache mit den ersten Spielen. Was muss am Strich stehen am Ende des August, damit du sagst, okay, das war ein guter Start? Und was muss vielleicht außenrum passieren, damit du sagst, wenn die Punkte nicht da sind, das war gut? Außenrum nicht. Was muss inhaltlich passieren? Da ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir jetzt inhaltlich an eine sehr ordentliche Vorbereitung anknüpfen, dass wir wissen, dass wir Automatismen geschaffen haben, an denen die Jungs sich auch orientieren können und dass wir systematisch auch variabler sind als im letzten Jahr und dass wir einfach auch gut sind, gut sein können. Da geht es darum, inhaltliche Dinge auf den Platz zu kriegen. Wenn wir es schaffen, diese inhaltlichen Dinge auf den Platz zu bekommen, dann, glaube ich, ist eine Folge, dass wir auch große Mannschaften ärgern werden. Und da kommen ein paar in den ersten Wochen, du hast es angesprochen. Und dann werden wir Punkte haben. Und jetzt in irgendwas hier rauszuknallen für die ersten 4 oder 6 Spiele, macht keinen Sinn. Lasst uns erstmal starten, lasst uns erstmal ankommen. Und ich glaube, dass dann auch nach den ersten Spielen auch irgendwo so nach 8 bis 10 eine Tendenz drin sein wird. Und die sollte besser sein als letztes Jahr. Gibt es weitere Fragen? Nein. Digital sehe ich auch kein Handzeichen. Doch, jetzt Herr Strehrath, bitte. News 38. Geben Sie uns noch einen Moment. Und Ton. Genau. Hören Sie mich? Jetzt. Wunderbar. Ja, ich wollte mal nachfragen, wie zufrieden sind Sie bis jetzt mit dem Kader? Ich habe gelesen, ihr habt die Transferplanung noch nicht abgeschlossen. Und wo wünschen Sie sich denn da vielleicht noch einen Neuzugang? Wo muss da noch ein bisschen was passieren? Ja, ich weiß ja, dass ihr immer eine Schlagzeile draus macht, wenn ich jetzt was Konkretes sage. Ich bin zufrieden mit dem Kader, das habe ich auch betont in einem Interview, was, glaube ich, auch auf unserer Homepage zu lesen ist, für den aktuellen Stand. Und trotzdem, wir haben ja gerade auch von 2 schweren Verletzungen gesprochen und auch davon gesprochen, dass wir die Ohren einfach und die Augen einfach offen halten wollen. Und jetzt nicht fertig zu sein an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, bedeutet nichts Schlechtes oder Kritik an dem jetzigen Kader, sondern es ist einfach so, dass wir auch da sicherlich noch Möglichkeiten haben, vielleicht das ein oder andere umzusetzen und das auch in dem richtigen Moment, und das ist jetzt dann in Ausrufezeichen gesagt, im richtigen Moment dann einfach auch ja, machen wollen, machen werden. So ist es so, dass wir zufrieden sind
Und jetzt auch da, das, was ich gerade gesagt habe, lasst uns mal starten. Auch dann wird sich ja einiges auch noch mal mehr zeigen als vielleicht in der Vorbereitung. Die Transferphase ist noch einen Monat offen. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es kaum einen Kader in den ersten beiden Ligen oder in der zweiten Liga, die jetzt startet, geben wird, der jetzt gleich ist mit dem zum 31.8. Herr Strehrath, haben Sie eine weitere Frage? Ja, dann gerne anschließen. Ja, dann vielleicht zum Gegner Schalke. Bei Schalke gab es auch einen ziemlich großen Umbruch. Wenn man jetzt die Kader vergleicht, letztes Jahr, dieses Jahr, ist Schalke dieses Jahr besser, schlechter? Wo hat sich der Kader vor allen Dingen verändert und wo müsst ihr euch dann darauf einstellen? Ja gut, erste Frage zum Gegner, super. Mehr Dynamik, mehr Tempo, trotzdem eine gewisse Körperlichkeit und Wucht, die, glaube ich, auch zu Schalke passt mit ihrem Stadion, haben sie auf dem Platz jetzt auch. Sie haben, wie ich finde, gute Transfers gemacht. Sie haben trotzdem ihren Stamm beisammen gehalten. Wenn wir jetzt mal vielleicht ein, zwei Jungs, die dann auch weggegangen sind, rausnimmt. Sie spielen, wie gesagt, sehr, 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 sehr kompakt auch. Sie haben gerade so mit Schallenberg, mit Seguin und Bachmann sehr körperliches Zentrum, ein sehr schlaues Zentrum, viel Wucht in ihrer ersten Linie. Wie gesagt, über beide Schienen sich neu aufgestellt, über beide Schienen an Schnelligkeit dazu gewonnen. Und auch gerade mit Karaman und Sila vorne schon Spieler, die ein Spiel entscheiden können, ne? Die eine hohe individuelle Qualität besitzen. Wenn man überlegt oder sich überlegt, dass, wenn die Zahlen stimmen, dass über 2 Millionen da auch für Sila geflossen sind, dann ist das ja für die Liga auch ein außergewöhnlicher Transfer. Und dementsprechend denke ich, dass diese Intensität oder die Kontrolle dieser Intensität, die Kontrolle auch der Individualität beim Gegner, dass wir das im Kollektiv schaffen müssen, dass wir mutig sind, wenn wir den Ball haben, aber gleichzeitig auch klar sind, wenn wir den Ball haben, dass wir sehr, sehr intensiv und viel Energie pressen und im Gegenpressing sind. Und ja, wenn wir es schaffen, in der Umschaltphase nach Ball gewinnen, wenn wir es schaffen, da einen kurzen Weg zum Tor nicht nur zu sehen, sondern auch zu bespielen, dann glaube ich, können wir ihnen wehtun. Und das ist unser Ziel. Und darauf haben wir uns jetzt in dieser Woche auch vernünftig vorbereitet. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank für das Interesse und auf einen hoffentlich erfolgreichen Saisonstart. Dankeschön.